Hallöchen, liebe Waifus und Husbandos der Mesomanga. Ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Figuritas. Entschuldigung, ich habe gerade ein paar Sachen aufgenommen am Stück und ja, so langsam merke ich, dass es dann doch ein bisschen an, ja, wie soll man sagen, an der Energie zerrt. Und ich habe nicht nur die Figuritas-Folgen im Moment aufgenommen, also falls ihr das vielleicht in Zukunft seht. Ihr werdet wahrscheinlich diese Version hier als erstes sehen oder nahezu als erstes. Ich habe nämlich vor, euch meine alten PVC-Figuren mal vorzustellen, damit ihr die auch mal richtig gesehen habt und nicht nur so wie die ersten Videos in Figuritas, die nicht so geil sind. Ja, das ist eben halt so, ne? Alte Videos und so. Irgendwie schämt man sich dafür, aber andererseits, jeder fängt mal klein an und die ersten Videos sind meist nicht so gut. Also normalerweise. Egal. Heute geht es um die gute, ich meine, sie heißt Alisa oder Alicia, ich weiß es jetzt nicht genau, aus dem Spiel God Eater Burst. Dazu muss man sagen, ich kenne das Spiel nicht. Ich kenne es echt nicht. Und ich freue mich auf diesen Sommer, denn dort soll ja der God Eater God Eater Burst, ich weiß nicht, auf jeden Fall Anime erscheinen. Und der sieht ja, ich habe einen Trailer gesehen, der sieht ja eigentlich schon mal recht dufte aus. Dufte, ne? Sagt heute keine Sau mehr. Sieht ja recht interessant und vom Artstyle mal nach was anderem aus. Bin auf jeden Fall nicht hyped, aber auf jeden Fall habe ich schon Bock drauf, wenn ich sehe, was für krasse Waffen die da haben. Ich kann es euch ja mal zeigen, was für krasse Waffen die haben. Und zwar unter anderem sowas. Das hier ist irgendwie ein Schwert, aber hier unten, also erstmal hier, Schwert, ne? Ganz klar, ein bisschen, ich muss bei so riesigen Schwertern immer entweder an Berserk oder an, hier sagt mir es, wenn du es mit mechanischer haben willst, Final Fantasy 7, Cloud-Schwert, ne? Das ist ja auch so übel mechanisch und in Adventure kann das Ding ja wahrscheinlich, keine Ahnung, hat wahrscheinlich auch Taschenmesserfunktion, so wie das Ding aussieht. Ja, das hier ist die Waffe von Alicia, ein riesiges Schwert, das in der Luft fliegt. Nein, eigentlich ist hier ein Griff dran, aber da gibt es eine traurige Geschichte dazu. Kumpel hat dieses Schwert mal in der Hand gehabt und hat damit rumgespielt, weil er das immer gern macht. Ne? Also wenn man sowas in der Hand hat, tut man gerne mal so machen und so und dann mit dem Stiel gegriffen. Tja, und irgendwann mal hat er klack, einfach weil der Stiel jetzt nicht so die super Qualität hat. Weil die ja nur zur Deko da ist eigentlich. Man greift dieses Schwert hier, weil es ist schon ein bisschen schwer, greift man ja nicht am Stiel. Und ja, deshalb ist es kaputt gegangen. Und deshalb habe ich jetzt hier ein Schwert, das ohne Griff. Weshalb ich es auch der Figur nicht mehr in die Hand geben kann. Was schade ist, deswegen liegt es vor ihr auf dem Boden. Sieht ja trotzdem noch geil aus, das Teil irgendwie, aber ohne Griff ist es halt irgendwie kein Schwert mehr. An dem Knubbel da ist ein bisschen schwierig zu kämpfen. Nee, es sieht nicht cool aus. Hier unten ist irgendwie scheinbar noch eine MG. Also es sieht zumindest stark nach einer MG aus. Ist ein sehr schönes Ding hier. Also es gefällt mir richtig gut, das Design von dem Schwert. Ich habe auch richtig Bock auf den Anime, muss ich sagen. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das denn dann dort aussieht. Aber ja gut, das ist natürlich nur die eine Seite. Denn die andere Seite ist die Figur. Und das hier ist Alicia. Sorry, wenn ich da irgendwas falsch sage gerade. Aus God Eater. So sieht es aus. Normalerweise hat sie quasi so das Schwert hier hinten. Irgendwie so. Ich weiß gar nicht, war das irgendwie so? Ja, ich glaube so, ne? Irgendwie war das so. Ich weiß, irgendwie war das. Oder war das so? Ja, so glaube ich, ne? Sie hatte das Schwert. Jetzt bin ich viel wert. Egal. Wenn ihr das kaufen wollt, habt ihr auf jeden Fall das Ganze mit Schwert. Und hier sieht man auch. Warte mal, ich kann es mal zeigen. Da erkennt man es. Hier ist das Loch. Und da steckt man eigentlich diesen Halter rein für das Schwert. Aber da das Schwert jetzt kaputt ist, brauche ich auch keinen Halter mehr. Ja, und dementsprechend ist der auch nicht dabei. So die gute Alicia. Wir schauen sie uns einfach mal an, würde ich sagen. Und dazu machen wir wieder crazy Camera Move. Voilà, so. Ich bin auch ganz langsam und vorsichtig. Ich habe mir sie geholt, weil erstens mal das Outfit ist einfach stark. Ich liebe Japaner. Die haben immer was Mode und Outfits und eigene Ideen für Mode und so weiter angeht.
sind die ja top-notch, ne? Also es ist ja, ist sie nicht nur sehr gewagt und sexy, sondern es sieht halt auch irgendwie noch übel stylisch aus. Du kannst dir halt richtig vorstellen, wie Alisa mit dem Schwert dann durch die Monstermassen brezelt und alles und dabei einfach noch mega stylisch aussieht. Das kann man sich einfach nur vorstellen, das sieht genial aus. Sieht auf jeden Fall, also es kann was, kann man mal so festhalten. Und ich habe aber gehört tatsächlich, dass die gute Alisa, dass die ein ziemlich nerviger Charakter eigentlich im Spiel sein soll. Aber wie gesagt, kann ich nicht sagen, weil ich kenn's nicht. Ich kenne das Spiel nicht. Deswegen, ich habe mir die Figur einfach geholt, weil ich sie ultra stylisch fand. Und dieses Schwert, ich liebe ja riesige Schwerter, liebe ich sowieso. Das hat mir so gut gefallen, dieses Schwert, dass ich gedacht habe, okay, machen wir. Hier sieht man auch übrigens Panty Shot. Ja, genau, so. Und gehört natürlich dazu. Das ist ein bisschen arg locker, der Rock. Muss man aufpassen, ne? So. Einfach noch. Mach hier noch einmal. Voilà. Da wollte ich gar nicht hin. So. Ja, und das, wie ist hier halt, hier, dann kommt hier noch irgendwie, ich bin mir ganz sicher, so sollte es in Wahrheit aussehen, nicht, aber hey, so sieht es jetzt halt bei mir aus. So, und damit wäre es auch schon wieder, ich bin eigentlich relativ gut, was die Zeitanhalten angeht, ne? Egal wie viel ich rede und zeige, im Grunde haben wir immer so ca. 8 Minuten, das ist wunderbar in Ordnung. Ja, das ist die gute Alisa aus God Eater Burst. Und wie gesagt, ich bin gespannt auf den Anime. Die Figur ist toll, holt sie euch, wenn sie noch existiert. Mit Abstand eine meiner Lieblingsfiguren, die ich besitze. Und ich bin ja, das ist ja so gesehen eigentlich nur eine mittlere, weil es gibt ja auch große Figuren, die ich auch habe. Aber allein für eine mittlere Klasse ist es eine richtig schöne Qualität. Der Gesichtsausdruck ist auch toll gemacht, also es sieht nicht falsch aus. Wie gesagt, ich liebe das Outfit, das Design, das ist Hammer. Und ja, wenn es euch gefällt, kauft es euch. Ansonsten schaut euch die anderen Figuritas-Episoden an für noch mehr Figuren-Action. Ich bin der René von der Maison Manga, das war's mit Figuritas. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch eine schönen Abend, Morgen oder Mittag oder was auch immer. Bis dahin, ciao, ciao und bye, bye.